Okay, Mike, und nach unten mach mal kurz Aufnahme, Pause und schau, was so ruckelt. Keine Ahnung, sollte eigentlich nicht ruckeln. Oder zumindest nicht so extrem wie gerade. Vielleicht höre ich dann auch doch gleich auf. Wenn es so ruckelt, kann ich nämlich nicht spielen. Wenn es so ruckelt wie beim Blöckeln normal. Hä, jetzt geht's? Liegt es an dem Vulkan? Nee, jetzt schon wieder da. Oder? Ja, mit Connected Textures ist der Weg hier auch sehr toll, muss ich schon zugeben. Alter. Der Turm ist blöd. Ich mag den nicht. Mal da oben raus. Muss ich mal da hochkommen? Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber hier ist ein Fail, oder? Sollte es nicht irgendwie so gehören? Wer fragt, ich hab's nicht kaputt gemacht. Ja? Nun werden die Krüppel nicht abgebaut. Wirklich habe ich dann mit Fangy gebaut, also wahrscheinlich schon, weil, ne, er und Redstone. Würde sagen, da fehlt einer. Reparieren diesmal. So nett bin ich. Ein Redstone für ihn geopfert, dafür klaue ich ihm diese ganzen Sachen. Die auch gar nicht wertvoller sind, alle zusammen. Nein. Also von EMC hätte ich mir schon so, ne? Ich weiß nicht, wenn das jetzt hier alles noch dazu zählt. Aber andersrum baut der die sowieso nie ab und, ne? Der spawnt da hinten, dann ist er sowieso so lange in dem Chunk gefangen, bis er... bis die hier wieder alle nachgewachsen sind, also... ist das ja nicht so schlimm, wenn ich die hier mal mitnehme. Oder? Okay, jetzt ruckelt es nicht mehr. Das lag anscheinend wirklich an diesem komischen Haus. Muss ich ihm mal sagen, dass er nur bei seinem Haus so liegt. Dass irgendwas wahrscheinlich nicht stimmt. Los, los, los. Los. Ja, die Chest ist voll, habe ich aber auch nicht anders erwartet. Übrigens kann die nicht zu voll werden, weil der hier nicht arbeitet, die Kiste voll ist, und der hier arbeitet nicht, wenn der voll ist. Es schickt zwar dann immer. Ich nenne jetzt mal ein paar. Warte, ich schnell den einfach mal auf langsamer. Dann schickt er immer nicht. Okay, der schickt doch zu viele, weil der... Okay, dann ist es egal. Lass ich es halt so. Die kommen ja dann wieder zurück, irgendwie. Okay. Funktioniert das? Verschwindet die jetzt irgendwann? Hoffe ich, sonst funktioniert es einfach nicht. Wenn ja, scheint es zu funktionieren. Ich höre jetzt sogar die nervigen Geräusche. So, da hört man sie noch, aber die sind nicht so laut. Ich weiß nicht, ob ihr die dann hört. Ich weiß es nicht. Vielleicht hört ihr die auch total laut, weil alles seltsam ist. Ist sowieso immer so. Letzte Aufnahme war sowieso irgendwas mit dem Sound total falsch. Glaube ich, dass es letzte Aufnahme war. Ich brauche 5. Dann habe ich. Oder? Jetzt.
Oh, hier runtergefallen. Wäre das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, aber egal. Bleibe, bleib jetzt hier liegen. Hab uns das Eisen. Was genau? So. Wissen Sie richtig? So. Das und das. Oh, ein Kobbel noch. Da habe ich einen Bogen. So, brauchen wir noch ein hier und das Zeug mache ich nicht und mein Inventar ist mir egal und mal schauen, wie schnell kriegt er denn Energie? Okay, der ist voll. Das heißt, er rastet jetzt auch nicht. Auch? Oder auch nicht? Wieso nicht? Oh, der geht eigentlich verdammt schnell. Dafür, dass gerade kein Scrap ist, geht der richtig ab. Was ist das für ein Sauerbund eigentlich? Ist doch jetzt kein AV, oder? MV. Die wissen, wenn es normal ist. Das kann ich aber eigentlich auch abfahren, weil... ne, benutze ich sowieso nicht mehr. Die komische Farm, das habe ich irgendwie immer noch nicht ganz verstanden, wie die funktioniert. Und ob die überhaupt funktioniert und wieso die funktioniert. Wenn sie funktioniert. Fragen über Fragen und keiner kennt die Antwort. Und das ist ein ganz normales Solar. Fehlt mir noch eins. Für The Döns. Da noch schwer, muss ich auch hochladen. Oder war das voll? Ich wollte irgendwann benutzen. Und danach glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Da habe ich ein Tier. Ja, ich würde eigentlich ein Tier mit rausnehmen. Hä, waren da nicht gerade zwei Tiers drin? Hat da Fuck? Hat da Fuck? Nein. Hat da Fuck? So. Dann tue ich das hier rein, baue das Solarpanel da hinten hin und... Vielleicht beende ich dann die Aufnahme. Weiß es nicht, mal schauen. Ich könnte jetzt natürlich... Wisst ihr was? Ich glaube, ich verrate euch jetzt schon mal was, wo ich mein Haus hinbauen will, so vom Prinzip her. Damit der Wender hochgeht, ich dich in der Nähe bin. So vom Prinzip her, nee. Das ist in die andere Richtung. Warum laufe ich falsch? Das habe ich schön mal gefunden. Es ist nicht ganz das, was ich gesucht habe, aber dann werden wir dann halt wahrscheinlich ein bisschen so mit Schaufeln arbeiten müssen. Ein bisschen ziemlich viel. Vielleicht baue ich einen Mining Laser. Ich weiß nicht, ob es damit besser geht, weil der ist manchmal. Ich nenne jetzt mal ziemlich ungenau und so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich muss einfach den Plus fahren. Dann komme ich da, glaube ich, hin. Nope. 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 So. Hier ist schon mal ein kleiner Teich. Und hier ist höher.
64. Und dann suche ich mir jetzt hier mal den ja, hier scheint es ziemlich tief zu sein. 64 bis 49. Okay, das sind 15 Blöcke, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und 15 Blöcke. Ja. Ich habe halt vor, hier so eine Art Atlantis zu bauen mit einem Kraftfeld und Bli und Bla und Blub. Allerdings ist es hier nirgendwo tief genug, damit man das Kraftfeld auch richtig groß machen kann. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht oh, hier ist noch tiefer. Ich mache hier mal an den tiefsten Punkt eine Warpe hin, glaube ich. Okay, hier ist ziemlich tief. Dann. Z-Warp. Atlantis. Machen wir jetzt einfach mal. Und schauen, wo der jetzt ist. Wenn er unter Wasser ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wie das über Wasser ist. Dann ertrinkt man nicht gleich, wenn man spawnt. Das wäre ziemlich nett. Würde ich jetzt mal sagen. Genau, also wahrscheinlich werde ich es noch tiefer machen müssen. Ich glaube, im Kraftfeld kann man 32 Blöcke machen. Und ich fände es halt toll, wenn das nicht aus dem Wasser rausschauen sollte. Soll heißen, das Meer müsste dann auch 32 oder vielleicht sogar 33 Blöcke tief sein. Hier ist es. Nee, ich glaube, das ist noch ein bisschen tief. Ich laufe jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum und beende dann irgendwann die Folge. Ja. Ne. Hier unten ja, aber ne, es soll halt schon eine flache Ebene sein, damit ich da auch ein Haus bauen kann und so eine Kacke. Okay. Dann gehe ich jetzt nach Hause und lade meine Sachen nochmal auf. Habe ich den ausgeschaltet? Mal gucken. Warum hast du nicht... So... Ist der nicht nur... Oh mein Gott. Aber wenn das Rap drin ist, dann ne, geht er ziemlich schnell. Die geht auch so ziemlich schnell, aber... Mit Rap noch schneller. Und wenn dann hier erstmal ein HV ist, ist es... Doppelt so viel Strom, wie die vier Teile hier machen, dann geht's nochmal fast doppelt so schnell. Nur fast, weil ja das Atomkraftwerk auch einiges an Energie macht, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es viel macht oder nicht so viel, aber es macht auf jeden Fall, also laut Anzeige macht 20 EU pro Tick. Ein HV macht 512, also ne? Denke ich mal, dass das Atomkraftwerk eigentlich... Aber ich verstehe es auch nicht ganz. Eigentlich ist es jetzt vom Prinzip her das Atomkraftwerk plus die Solar Panels so effektiv wie ein HV. Zumindest wenn ich, als ich das noch nicht so hatte und es Tag war, ist der ja gelaufen und da ist trotzdem noch Energie schneller reingekommen als raus. Und der kann ja 512 EU raushauen, der MFSU. Also müsste doch eigentlich mehr als 512 EU produziert worden sein. Deshalb glaube ich nicht, dass die Anzeige ganz stimmen kann. Da fehlt vielleicht eine Null oder so. Nee, also nö.
Nicht ganz, denke ich. Egal, jedenfalls. Tschüss und bis zur nächsten Aufnahme. Aber ich lege mich noch kurz ins Bett. Also, tschüss.